Feuerdrama in Südpolen. Hier steht fast ein ganzes Dorf in Flammen. Der Ort ist die kleine Gemeinde von Nowa Biała, etwa 100 Kilometer südlich von Krakau gelegen. Rund 1400 Menschen leben in der Ortschaft, die am Wochenende fast ausgelöscht worden ist. Eine Solaranlage explodiert am Samstagabend. Nun zeigen Luftaufnahmen das ganze schreckliche Szenario. Meter hoch lodern die Flammen in den Himmel. Das Problem: die Häuser in Nowa Biała stehen dicht an dicht und sind aus Holz gebaut. Das stellt die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen. Noch in der Nacht bekämpfen sie den Brand, der fast ein ganzes Dorf ausgelöscht hätte. Ein Unglück mit dramatischen Folgen. 100 Menschen sind nun obdachlos, 27 Familien verlieren ihr Zuhause. Insgesamt fallen 25 Bauernhäuser und 50 Wirtschaftsgebäude den Flammen zum Opfer. Unzählige Tiere sterben qualvoll. Welch tragisches Unglück für das Dorf, das im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt wurde. Nun rufen die Menschen und Hilfsorganisationen zu Spenden auf. Gebraucht wird nahezu alles. Von Besen, Mops und Eimern zum Saubermachen bis hin zu Babybrei und Hygieneartikeln. Ja, ich stehe ja letztendlich genau hier in dem Dorf und genau an der Stelle, wo das Feuer ausgebrochen sein soll. Wir sehen hier vorne diesen schwarzen Fleck. Hier stand mal eine Scheune. Augenzeugen sagen, dass sich hier Heu entzündet hat. Das denn eben hier übergegangen ist. Es hat war in den vergangenen Tagen hier sehr heiß, über 30 Grad. Und anschließend ist das Feuer hier auf dieses Wohnhaus übergegangen, wo auch eben eine Familie drin gelebt hat, die man sieht, es ist völlig zerstört. Die Familie hat zum Glück komplett überlebt. Hier ist ein weiteres Haus, das zerstört wurde. Zwei Kinder haben hier auch unter anderem drin gelebt. Auch sie konnten überleben. Natürlich mussten sie jetzt ausweichen. Sie sind jetzt in einer Schule untergekommen, werden da schlafen. Aber man sieht natürlich, was hier los ist. Das Ausmaß dieser Tragödie ist natürlich extrem schrecklich. Die Leute hier haben hier viel von Landwirtschaft gelebt. Hier sieht man zum Beispiel einen Stall. Da waren 5 Kühe drin, da waren 7 Kälber drin. Die sind bei dem Brand ums Leben gekommen. Das ist natürlich auch ein herber Verlust hier für die Bevölkerung. Und man sieht natürlich auch, wenn man hier hinten noch guckt, die ganzen zerstörten Häuser. Man versucht jetzt hier einigermaßen wieder aufzuräumen. Ich habe mit vielen Familien gesprochen, die in diesen Häusern gelebt haben. Das ist natürlich besonders schrecklich für sie. Sie sagen, sie sind extrem traumatisiert von den Flammen hier. Aber gleichzeitig würden diese Aufbauarbeiten, die sie hier gerade durchführen, sie zumindest von diesem Trauma ein wenig ablenken. Jan, du sagst es gerade, sie räumen jetzt auf. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber gibt es jetzt auch Ermittlungen dazu oder ist es schon so klar, was passiert ist? Wie sollen jetzt die nächsten Tage, die nächsten Wochen für das ganze Dorf aussehen? Ja, die Ursache ist nach wie vor nicht geklärt. Ich hatte es ja anfangs einmal erwähnt, Heu soll sich entzündet haben. Wie das passiert ist, weiß man nicht. Es war, wie gesagt, sehr heiß in den vergangenen Tagen. Die genaue Ursache müssen jetzt natürlich die Ermittlungen ergeben. Wie es jetzt weitergeht, sieht man ja hier. Man versucht irgendwie aufzuräumen. Es ist natürlich alles kaputt. Ich hatte es ja gesagt, hier ist ein Stall. Ich habe vorhin mit dem Bürgermeister gesprochen. Hier hat alles von der Landwirtschaft gelebt. 50% der Leute haben von der Landwirtschaft gelebt. Es waren eher einfache Verhältnisse. Entsprechend ist man natürlich extrem besonders schlimm von dieser Katastrophe getroffen. Und viele haben natürlich diese schrecklichen Bilder gesehen. Es gibt einmal staatliche Maßnahmen, die jetzt hier helfen sollen, aber gleichzeitig auch viele Polen sind schockiert von dem Ausmaß dieser Katastrophe und haben gesagt, sie wollen helfen. Hier sind viele freiwillige Helfer, die aufräumen, die Essen bringen, die Trinken bringen und auch spenden gleichzeitig natürlich. Und mit diesem Geld sollen eben die Häuser, die hier völlig zerstört sind, wieder aufgebaut werden. Aber sie sind tatsächlich so sehr zerstört, dass man sie zunächst abreißen muss. Jan, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und Eindrücke. Du bist weiter für uns vor Ort. Danke schon mal.